irgendwas im Internet mache ich ganz häufig oder sowas mit Online-Shops und Marketing. Und es ist schon manchmal ist Online-Marketing schon zu viel. Es kommt immer drauf an, mit wem ich spreche. Meiner Oma musste ich letztens aufschreiben, was ich arbeite, weil sie sich nicht merken konnte. Also. Ich glaube, sie weiß aber immer noch nicht, was ich mache. Ich wollte als Kind immer Chemielaborantin werden, weil ich es total cool fand in so einem weißen Mantel. Und ich habe mir das so ganz fancy mit irgendwelchen Reagenzgläsern und so vorgestellt. Ich glaube, bis zu meiner ersten Chemieunterrichtsstunde in der Schule, da habe ich mich dagegen entschieden. Habe vor 8 Jahren mit Suchmaschinenoptimierung angefangen. Damals bei Otto, also ich bin so ein bisschen in der Online-Marketing-E-Commerce-Bubble groß geworden und habe dann vor mittlerweile über 2 Jahren mich dazu entschieden, in den Mittelstand zu wechseln. Bin jetzt bei Akkusys und betreue da als Head of E-Commerce und Online-Marketing auch nochmal übergreifender Themen. Also ich bin aus diesem Expertenprofil rausgegangen, zumindest bei dem Part, und habe dann aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass mir eben auch so tief ins Thema SEO reinzugehen auch fehlt. Deswegen bin ich nebenher als Dozentin tätig mit meiner Geschäftspartnerin, mit der Lisa, bin ich selbstständig im Bereich SEO-Beratung. Definitiv, auf jeden Fall. Also wir haben auch ganz lange überlegt, wie wir diesen Schritt machen, können wir ihn wagen. Also ich glaube, jeder, der irgendwie mal was gegründet hat oder so, hat ja am Anfang irgendwelche Zweifel. Okay, vielleicht nicht jeder, aber ganz, ganz viele. Also so klassische Fragen, wie gehen wir überhaupt vor, was müssen wir überhaupt machen? Also ich glaube, wir haben 3 Jahre gebraucht, bis wir den Schritt tatsächlich gegangen sind und vor allem auch uns zu überlegen, wie können wir das Ganze aufteilen. Also wir haben jetzt nicht einfach mal entschieden, ja geil, wir machen das jetzt mal. Und genau, mir gefallen eben beide Welten ganz gut und wir haben sehr viel Flexibilität eben von unserem Arbeitgeber auch bekommen. Sagt deswegen ein ganz großes Danke. Das ist das Schöne. Bei mir ist kein Tag wie der andere im Normalfall. Und das macht es für mich eigentlich auch aus. Also für mich wäre es absolut langweilig, wenn ich jeden Tag exakt das Gleiche machen würde. Und bei mir sieht auch gar nicht jede Woche genauso aus wie die andere, dass ich sage, montags immer das, dienstags immer das. Ja, ich finde es ganz, ganz schwierig, eben in solchen Themen, so Online-Marketing, Digitalisierungsthemen zu sagen, so das ist mein Tagesablauf, weil genau das macht es ja auch aus, zu sagen, man hat nicht diesen einen Tagesablauf. Mir ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich Spaß habe an dem, was ich mache. Also ich würde mich nicht selbstständig machen und ich glaube, jeder, der diesen Schritt auch gemacht hat, der weiß erstmal, wie viel Arbeit das ist und dass man dann nicht irgendwie seine 40-Stunden-Woche hat und dann legt man abends irgendwie die Füße auf die Couch, sondern das ist halt super, super viel Aufwand. Mir ist es sehr wichtig, wie gesagt, dass ich Spaß daran habe, auch irgendwie immer Neues dazu zu lernen, gerade eben im Bereich Digitalisierung, E-Commerce, Online-Marketing, SEO. Ich mag einfach diesen Wandel. Ich mag das, wenn man unterschiedliche Dinge ausprobiert. Ich will da einfach auch nicht stehen bleiben. Ich gehe auch total gern auf Konferenzen, lerne neue Dinge hinzu, probiere gern mal was Neues aus. Mir ist es aber auch wichtig, nicht einfach nur zu sagen, okay, ich probiere jetzt die ganze Zeit zig neue Sachen aus und dann habe ich 20 angefangene Projekte und nichts davon ist umgesetzt, weil ich so viele Ideen habe, aber auch die Projekte abzuschließen. Ne? Was hat uns das jetzt gebracht? Mir ist es auch wichtig, auf die Zahlen zu schauen, das Ganze zu monitoren und diese Entscheidung auch im Endeffekt datenbasiert zu treffen und nicht einfach nur alles, was man irgendwo mal gehört oder gelesen hat, blind umzusetzen, weil das Bauchgefühl sagt, ach, das ist jetzt der neueste Scheiß, das müssen wir jetzt auch machen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, man muss auch gucken, nicht jeder Trend ist für jedes Unternehmen geeignet. Und der eine Trend, der für das eine Unternehmen Quatsch ist, ist für das andere, kann für das andere einen unglaublich hohen Mehrwert haben. Und ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, neugierig bleiben. Aber natürlich nicht auf jeden Trend springen, wenn die Basics noch nicht stimmen. Ne? Gerade in diesem Digitalisierungsbereich, viele haben einfach noch sehr veraltete Prozesse. Und da muss ich nicht anfangen mit, keine Ahnung, irgendwelchen AI-Metaverse-Sachen, was ich super, super spannend finde. Ich habe gerade jetzt erst wieder einen Vortrag dazu gehört und ich saß da wie so ein kleines Kind mit großen Augen und dachte, ich will das alles ausprobieren. Damit muss ich jetzt aber noch nicht anfangen, weil ich habe noch ganz, ganz andere Probleme gerade, die es zu meistern gibt. Und das wäre da in dem Fall nicht der Schritt, das irgendwie umzusetzen. Ich finde es cool, wenn man da irgendwie am Ball bleibt und ich glaube, man sollte sich auch immer irgendwie informieren und dann eben für sich selbst am besten einschätzen, ist das ein Trend, auf den ich gerade aufspringen muss? Reicht es, wenn ich mich dazu informiere, irgendwie am Ball bleibe oder muss ich das jetzt direkt mit umsetzen?
die Vorlesungen, die ich gebe, sind Suchmaschinenoptimierung. Und ja, da ist sehr, sehr viel schnelllebig, aber auch ganz viele, ich sage jetzt mal Basic, Grundanforderungen und so weiter. Aber irgendwie so dieses Verständnis zu schaffen, wie schnelllebig das Ganze einfach ist. Und dann gebe ich einfach immer noch mal gerne mit, so was habe ich in meinem Job gelernt, wie informiere ich mich, welche Blogs lese ich, welche Podcasts höre ich vielleicht auch, um solche Veränderungen im Endeffekt ja, mitzubekommen. Und ich gebe auch immer noch mal mit, dass es je nachdem, wie tief man in ein Thema halt auch sich einarbeiten will, gerade im Bereich SEO, es bringt mir halt nichts, wenn ich 30 Artikel zu einem Thema gelesen habe, sondern ich muss es einfach wirklich mal machen. Ja, ich finde immer so, was macht eigentlich ein Digitalisierungstreiber aus, ne? Also ich würde sagen, bei uns im Unternehmen definitiv, jetzt nicht nur im Sinne von Textautomatisierung, das ist natürlich eins der Projekte, aber auch allein Kommunikationsthemen. Da hängt ja so, so viel dran beim Thema Digitalisierung und wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Also gerade das, also so Digitalisierung ist ja auch immer mit einem großen Change-Prozess verbunden. Und wenn man so einen Change-Prozess mitgemacht hat in einem Unternehmen, weiß man, da stößt man natürlich immer irgendwie auf Punkte, die irgendwie nicht jedem passt, weil ich meine, der Mensch ist irgendwie ein Gewohnheitstier und Change ist für uns alle nicht immer so das Angenehmste, weil wir müssen raus aus unserer Komfortzone und unsere Arbeitsweise irgendwie auch verändern, die wir vielleicht seit Jahren genauso durchgeführt haben und wir vielleicht das Problem auch noch gar nicht so erkennen oder für uns das auch erstmal Aufwand ist, bevor uns diese Veränderung vielleicht auch eine Erleichterung im Arbeitsalltag mit sich bringt. Ich war im On-Page-Team, habe ich gestartet, also auch so ein bisschen technischeres SEO. Es gab ganz lange Phasen, da war ich die einzige Frau auch im Team. Also ja, auch das habe ich mitgemacht. In so Content-Social-Bereichen ist es natürlich auch häufig noch so, dass viele Frauen in den Teams sind. Ne? Und deswegen, ja, also ist es relativ bunt gemixt. Natürlich gibt es immer noch einen großen Männerüberschuss. Ich merke aber jetzt auch immer wieder, dass auf mehr Konferenzen mehr Frauen auf den Bühnen stehen, auch zu technischen Themen. Das freut mich natürlich jedes Mal total. Aber ich glaube, auch da geht natürlich noch mal mehr.